Schönen guten Tag. Ich möchte heute über den klassischen Business-to-Business-Hauptkatalog sprechen. Mein Name ist Horst Huber, Geschäftsführer von Werk 2. Sind diese Kataloge noch zeitgemäß? Ich würde antworten darauf, hängt davon ab. Es hängt einerseits davon ab, welche Zielgruppen Sie adressieren. In der Kategorie von Google, ob Sie mit Digital Aliens kommunizieren, mit Digital Immigrants oder mit Digital Natives. Im Falle von Digital Aliens und Immigrants würde ich sagen, ist dieser Katalog immer noch zeitgemäß, weil diese Zielgruppe einfach auch mit Papier aufgewachsen sind. Ob dieser Katalog noch so dick sein muss, anders aufgestellt sein muss, können Sie erfahren in unserem Video über Magaloge. Dieses Tool verändert sich, dieser Katalog verändert sich natürlich in seinem Einsatz in der Customer Journey von einem Informationsmedium zu einem Conversion Tool. Ein weiterer wesentlicher Aspekt, warum man auf diese Kataloge nicht verzichten kann, ist, dass es ein wesentlicher Aspekt der Brandstrategie ist, der Markenbildung bei dem Kunden, weil dieser Katalog steht lange beim Kunden und die Zielgruppe sieht zumindest den Katalog mit der Marke. Ein weiterer Aspekt, warum es noch zeitgemäß ist, vor allem auch in den digitalen Zeiten, ist, dass es auch ein Instrument ist, um die digitalen Barrieren, die digitalen Mauern niederzubrechen, um noch weiterhin mit dem Kunden zu kommunizieren. Von daher gesehen finden wir B2B-Hauptkataloge immer noch spannend, natürlich besser und schneller produziert. Datenbankgestützt mit den Daten des PIM-Systems, mit den Daten aus E-Commerce, um den Prozess zu beschleunigen und die internen Kosten massiv zu reduzieren. Da bietet die Prinzipie sehr viele Hilfen und Unterstützung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Horst Huber, Geschäftsführer von Werk 2.